Philipp Eder, der Brigadier des österreichischen Bundesheeres, hat erklärt, was der Israel-Krieg für den russischen Angriffskrieg in der Ukraine bedeutet. So betonte Eder im Interview mit NTV, dass die Eskalation Putin durchaus in die Hände spiele. Für die Ukraine sei der Konflikt nicht gut, da das Interesse und die Ressourcen des Westens in Richtung Israel abgezogen werden könnten. Auch, so Eder, wenn Israel aus militärischer Sicht keine solch starke Unterstützung benötige, wie es bei der Ukraine der Fall sei. Generell sei die Weltordnung etwas ins Rutschen gekommen. Denn Ordnungsmächte wie die USA hätten sich aus Europa und dem Nahen Osten zurückgezogen und würden sich auf China konzentrieren. Für Putins Russland aber sei jede Schwächung gegen den Westen, wo auch immer sie herkommt, willkommen.